Ich bin jetzt im Bruma immer noch. Das war der zweite Part hier, den ich abgeschlossen habe. Es gibt hier noch einen dritten, nämlich von der Gräfin. Dies geht allerdings erst bei einem Ruhm von 10. Ich habe momentan einen Ruhm von... Wo ist er? Ne, muss doch weiter oben sein. Ah ne, stimmt gar nicht. Der ist nicht auf Ruhm ausgelegt, da habe ich nämlich 46 schon. Sondern an meiner Fähigkeitenstufe. Ich bin momentan auf Fähigkeitsstufe 5 oder? Ja, da. Fähigkeitsstufe 5. Ihr müsst halt viele dieser Bereiche abdecken, um dann halt die Stufen halt aufzusteigen. Ja. Deswegen verlassen wir jetzt erstmal Bruma. Auch mit Schattenstute natürlich. Und reisen zum Westtor nach Chardinal. Da gibt es nämlich ein bestimmtes Quest. Da geht es auch um einen Wachmann. Der nicht so koscher ist, wie man annimmt. Oder annehmen könnte. Was? Ich habe mich aus dem Abenteuerleben zurückgezogen. Aber ihr könntet euer Glück in der alten verfallenen Mine im Osten an der Blauen Straße versuchen. Eine weitere Möglichkeit in dieser Richtung wäre Kämen. Das ist eine Eileidenruine. Ihr könntet euch auch die Schnellwasserhöhle im Norden ansehen. Ich habe dort für Ordnung gesorgt. Aber das ist schon Jahre her. Vielleicht haben sich dort jetzt neue Bewohner eingenistet. Man sagt, ein Dieb habe eine der Schriftrollen der Alten aus der kaiserlichen Bibliothek geraubt. Wer hätte sich so etwas vorstellen können? Es geht nämlich um Geldstrafen bei diesem Vorfall, um den ich mich jetzt kümmere. Seitdem Ulrich Leland Hauptmann der Wache wurde, ist die Stadt in Bach heruntergegangen. Man traut sich kaum noch auf die Straße. Die Wachen haben für jeden noch so kleinen Verstoß lächerliche neue Strafzölle eingeführt. Sie scheinen sich die Gesetze nur auszudenken, um noch mehr Geld einzunehmen. Wer die Strafe nicht bezahlen kann, wird enteignet und ins Verlies geworfen. Dagegen sind wir vollkommen machtlos. Wendet euch bei Interesse an Levana Nedaren. Sie hält mit ihrer Meinung über Ulrichs Strafzölle am wenigsten hinterm Berg. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? So. Mal gucken, ob ich irgendwas loswerden kann. Kann, nee. Natürlich Bronze-Amulett, das brauche ich nicht mehr. Ja, den eigentlich auch nicht mehr. Das ist ein gutes Angebot. Und natürlich die Gefängnisklamotten. Brauche ich auch nicht. Ihr seid ein harter Falscher. Knochenmehl kann ich auch loswerden, genau wie Ektoplasma alles. Ah, Nierenwurz, den brauche ich noch. Obwohl, ich bin natürlich jetzt in Chardinal. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Deswegen kann ich jetzt auch einfach mal was nachschauen. Ich habe natürlich Griff, Zirkel und Zang. Und die kann ich jetzt auch in meinem beliebten Schrank hier in Chardinal lassen. Wenn ich halt schon mal da bin. Die werden in einem späteren Quest werden die sehr wichtig. Da geht's halt quasi auf einer Insel. Komm ich quasi in so ein. Ja, in so eine Nebenwelt zu Oblivion. Durch so ein Tor. Eure Anwesenheit ehrt uns.
glaube, die war in den Vogelmärchen, das. Der Schrank. Hier. Bist. Das wäre nicht so gut, wenn die weg sind. Das wäre sogar super schlecht. Ich habe nämlich einige an Gegenständen gesammelt. Und die können dann ja weg sein. Dann gehe ich nochmal in der Trainingsarena nachschauen. Also, so richtig glaube ich das nicht, dass die jetzt alle weg sind. Zuhörer, wie kann ich euch von Diensten sein? Das ist schlecht. Okay, das ist sogar sehr schlecht. Ja, okay. Also kümmere ich mich um den Part von unserem Wachmann. Hallo. Ihr scheint zu nett zu sein, um zu Ulrichs Handlangern zu gehören. Was kann ich für euch tun? Nicht zu fassen, wie lächerlich die neu erlassenen Strafzölle sind. Seit Ulrich Hauptmann der Wachen wurde, geht's hier stetig bergab. Oh bitte, fang bloß nicht damit an. Dieser Verrückte wird nicht ruhen, bis er die ganze Stadt in den Ruin getrieben hat. Oder hinter Gitter gebracht. Was bei Oblivion macht Ulrich eigentlich mit dem ganzen Geld? Sicher füllt er sich die Taschen mit dem Gold der guten Bürger von Chardinal. Nehmt zum Beispiel meinen guten Freund Aldos Otran. Im letzten Monat musste er 6 Strafen zahlen. 6! Immer für Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Seid ihr je an einer Kaserne der Stadtwache vorbeigegangen? Wann sind die mal nicht betrunken? Was für eine blödsinnige Strafe ist das? Nun, Aldos konnte die letzten beiden Strafen nicht zahlen, also nahmen sie ihm sein Haus und warfen ihn auf die Straße. Hunde! Der Graf, der schert sich wenig um unsere Not. Solange ihm Spanferkel und andere Köstlichkeiten serviert werden, ist er zufrieden. Nun, es gibt einen, den es zu kümmern scheint. Garus Dareliun, Ulrichs Stellvertreter. Ihm soll Ulrichs Regime auch missfallen. Ich weiß nicht, was ihr in dieser Situation für uns tun könnt. Ich meine, Ulrich hat trotz allem die Macht. Vielleicht könntet ihr mit Garus sprechen. Ihr findet ihn meist irgendwo im Ratssaal des Schlosses. Armer Kerl. Er zieht wahrscheinlich durch die Straßen von Chardinal und ist sturzbetrunken. Vor einem Monat hat er seine Frau verloren. Sie hatten gerade die Kaiserstadt verlassen, als sie von Räubern angegriffen wurden. Er kam knapp mit dem Leben davon. Seit diesem Tag ist er ständig im Vollrausch. Sicher, manchmal wird er aggressiv, aber er hat noch nie einen verletzt. Ich weiß nicht, wo der Graf ihn aufgelesen hat, aber ich wünschte, er würde ihn wieder dorthin zurücksenden. Er ist eine Gefahr für diese Stadt. Garus ist vielleicht unsere einzige Rettung.
Ihr habt's ja gehört, ihr müsst jetzt einen Wachmann auflesen, der dem gewachsen ist. Und darüber informieren, was hier passiert ist in Chardinal. Also vom Auftrag her recht simpel. Geht weg. Da ist auch noch. Ja? Was wünscht ihr? Die Neulandschenke ist der Vera Romalens ganzer Stolz. Es freut sie besonders, dass die Rote Königin dort zu einem Trunk einkehrt. Ich bin nicht bereit, mit euch darüber zu sprechen. Wer weiß, wer am Ende davon erfährt. Fasst euch kurz. Sehr hab Dank. Für jedes kleine bisschen hilft. Ihr scheint mit Levana gesprochen zu haben. Sie mag sich wie eine durchgedrehte Verrückte anhören, aber sie spricht die Wahrheit. Ulrich heckt definitiv etwas aus. Täglich fordern wir gewaltige Strafzölle von den Leuten. Ich kann mir denken, wo das meiste Geld verschwindet. Ulrich hält sein Quartier stets verschlossen, aber einmal konnte ich hineinlugen. Was ich dort sah, hätte er nie im Leben von einem Hauptmannssold kaufen können. Zuerst dachte ich, er käme aus einer wohlhabenden Familie, aber viele Sachen sind erst jüngst geliefert worden. Ich würde ihn gern vor Graf Indaris zitieren, aber ich wage es nicht ohne einen Zeugen, der gegen ihn aussagt. Sie hatte sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Bis heute. Der Mann, den ich als Zeugen vorbringen möchte, ist Aldos Otran. Allerdings nur, wenn wir ihn für 5 Minuten nüchtern bekommen. Ich habe ihn nicht persönlich angesprochen, da Ulrich seine Augen überall hat. Euch kennt er jedoch nicht und hegt daher keinen Verdacht gegen euch. Wenn ihr helfen möchtet, dann bringt Aldos dazu, als Zeuge auszusagen. Wir können nichts anderes tun. Aldos lebt nun auf der Straße, nachdem sein Haus beschlagnahmt wurde. Vergebens habe ich Ulrich angefleht, ihm mehr Zeit zu lassen. Er sollte nicht schwer zu finden sein. Folgt einfach dem Geruch von schalem Met. Hütet euch vor Ulrich. Ich würde ihn nicht herausfordern, sonst wirft er euch sicher ins Gefängnis. Erhebt ihr die Hand gegen ihn und erschlagt ihn, wird man euch des Mordes anklagen, selbst wenn sich Ulrich nicht an das Gesetz hält. Ich tu's. Ihr müsst Aldos finden. In seinem Zustand ist er eine Gefahr für sich und andere. Dann werden wir das natürlich tun. Aber besoffener, was hat das denn immer für Gewicht? Naja. Ihr braucht auch die Tageszeiten nicht wechseln, weil ich glaube, nachts für so eine Mission ist, glaube ich, recht sinnvoll. Wenn man halt gegen Wachen was ausheckt. Und viele sind halt draußen und patrouillieren. Wer ist er? Wer seid ihr? Diese Kanaille will mich aus meinem eigenen Haus werfen. Dem werde ich's zeigen. Niemand legt sich mit einem Otran an. Ich bin eigentlich nur hingefallen. Vielleicht habe ich mich auch kurz in der Taverne erbrochen. 6-mal lasst ihr mich zahlen, Ulrich? 6-mal? Bandit? Nun, das erdulde ich keine Minute länger. Kommt mit und ich zeige euch, was Otrans alles können, wenn man sie in die Enge treibt.
Das ist mein Haus. Geht mir aus dem Weg. Los, bewegt euch! Dieses Anwesen wird hiermit im Namen des Grafen von Jardinal beschlagnahmt. Räumt sofort das Gelände. Ich sagte Bewegung. Oder bei meinen Ahnen, ich ramme euch unangespitzt in den Boden. Ich muss euch warnen. Das Bedrohen eines Soldaten der Stadtwache ist ein Vergehen, das mit 50 Goldstücken geahndet wird. Zahlt oder geht ins Gefängnis. Lydian, wie könnt ihr es wagen? Ulrich sei verdammt. Er kann sich diese Strafe sonst wohin stecken. Ihr seid gewarnt. Ihr seid hiermit verhaftet. Kommt mit mir mit. Ich gehe nirgendwohin, Ganove. Nirgendwohin. Ja. Zeigt mir, was ihr da habt. Zeigt mir, was ihr da habt. Naja, toll. Will man ihn helfen, ist er tot. Geht weiter, Bürger. Hier gibt es nichts zu tun. Ihr habt gesehen, was geschah. Ich hatte keine andere Wahl. Aldos hat mich angegriffen und ich musste mich verteidigen. Wenn es euch nicht passt, wendet euch an Ulrich. Bitte weitergehen. Stimmt etwas nicht? Was ist los? Oh nein, sie haben ihn getötet? Das glaube ich nicht. Seit seine Frau von Banditen ermordet wurde, ist sein Leben ein Jammertal gewesen. Er war mir ans Herz gewachsen. Ich wollte ihn in mein Haus aufnehmen, aber ich hatte Angst. Doch seht, was aus ihm geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ulrich muss weg. Genug der Worte. Jetzt müssen Taten her. Ihr müsst etwas für mich tun. Geht zu Ulrich und sagt ihm, dass ich belastendes Material gegen ihn habe. Sagt ihm, er soll allein kommen, sonst drücke ich damit nicht raus. Bringt ihn dann her und überlasst den Rest mir. Ich treffe alle nötigen Vorbereitungen für sein Begräbnis. Man soll ihn neben seiner armen Frau begraben. Um den kümmere ich mich früh genug. Hier wird sich Ulrich nicht wieder rauswinden. Er soll zahlen, das schwöre ich. Na gut. Also, ihr habt natürlich jetzt die Wahl, ob ihr zu Ulrich geht oder ob ihr zu Garalius geht, oder wie er heißt. Der Wachmann, der uns helfen wollte oder möchte. Will er Bahn? Oder was macht er da? Ich spüre Ulrichs Augen. Wir müssen dieser Farce ein Ende bereiten. Aldos Tod soll beklagt werden. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Unschuldige hier kaputt gemacht werden. Etwas muss geschehen, ohne dass dabei Blut fließt. Levana war immer schon heißblütig. Ihr müsst ihren Plan überdenken. Er kann für sie nur ins Gefängnis führen. Und für euch. Bei meiner Seele. Ulrich wird dafür büßen. Wir müssen vorsichtig sein und dem Grafen beweisen, dass Ulrich verhaftet werden muss. Ulrich lässt mich beobachten. Also konnte ich meine Umsturzpläne gegen ihn bislang nicht umsetzen. Doch nun seid ihr hier und könnt mir helfen. Die Beweise, mit denen wir Ulrich belasten können, müssen in seinem Quartier sein. Ihr müsst dort eindringen und sie unbemerkt an euch bringen. Erwischt man euch, kann ich nichts für euch tun. Seid vorsichtig. Aldos Tod ist eine Tragödie. Wir werden alles tun, damit seine Seele Ruhe findet. Also ihr könnt jetzt halt die Option wählen, ob ihr zu Ulrich geht und ihm sagt, dass er zu Levana gehen soll. Und dann wird sie ihn vielleicht töten oder irgendwie was ähnliches mit ihm machen. Oder ihr wählt diesen Weg, den ich jetzt gehe und versucht die oder seine Unterlagen an euch zu bringen. Ja?
Ah, da. Der verdächtige Brief. Den nehme ich natürlich mit. Und jetzt haben wir natürlich noch ein Ziel. Galeros, oder wie heißt es? Galeros. Auf jeden Fall den Wachmann, der uns hilft. Da ist er wieder. Garellius, genau. Garellius. Ich hoffe, es gab keinen Ärger mit den Wachen in der Kaserne. Okay. Ihr seid zurück? Gut. Habt ihr die Beweise gefunden? Auf Nimmerwiedersehen, Dunkelforstrotte. Und viel Glück für die Kämpfergilde. Ihr habt es vollbracht. Wenn Graf Indaris diesen Brief liest, ist Ulrichs Schicksal besiegelt. Hervorragend. Ganz hervorragend. Ich will schnell zum Grafen und ihm den Brief geben. Kommt bitte in ungefähr 2 Stunden zur Herberge, zur Chardinalbrücke. Okay. 2 Stunden. Das heißt, wie simuliere ich jetzt quasi über das Warten? Und es geht zur Herberge. Das ist die Bücherei, hier ist die Chardinalbrücke. Ich bin hier, um Graf Indaris zu sprechen, und ich habe Neuigkeiten für euch. Nach Beratung mit dem Grafen und angesichts der vorgelegten Beweise wurde Ulrich von seinem Posten enthoben und verhaftet. Da viele Wachsoldaten uns immer neue Beweise seiner Gier bringen, kann man davon ausgehen, dass er die nächsten paar Jahre im Stadtkerker zubringen wird. Ich wurde zum Hauptmann der Wachen ernannt und bin bestrebt, den Friedliebenden der Stadt ihre Achtung zu erwidern. Der Graf und ich danken euch, dass ihr uns geholfen habt, Ulrichs Tyrannei in Chardinal ein Ende zu setzen und dies ohne unnötiges Blutvergießen. Nehmt dieses Gold als Zeichen unseres Dankes dafür, dass ihr eure Freiheit, ja gar euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Ich danke euch im Namen der Menschen von Chardinal. Ulrich wird viele Jahre im städtischen Kerker verbringen. Dort sollte er genug Zeit dazu haben, über seine Taten nachzudenken. Möget ihr sicher und auf freien Straßen reisen, bis wir uns wieder treffen. Also damit habt ihr auch diesen Part, den ersten in Chardinal, erledigt. Und es geht hinterher mit dem nächsten Part weiter.